Wenn man älter wird, geht einem einiges im Leben verloren. Das Blöde daran ist, dass man es erst merkt, wenn es mit dem Verlieren losgeht. Und erst dann findet man heraus, dass es im Leben auf die Kleinigkeiten ankommt. Auch bei diesem einen Sport. Moin in die Runde. Ich bin Gary Pauband, 33 Jahre alt, Sportjournalist. Aufgrund meines Jobs reise ich viel durch ganz Deutschland, hole mir die Profis vors Mikro oder kommentiere sportliche Höhepunkte live. Ich mag meinen Beruf. Doch als Kind wollte ich immer auf der anderen Seite des Mikros stehen. Mein Traum war es, selbst Profi zu werden. Den habe ich aber sicherlich nicht exklusiv gehabt. Nun stehe ich also seit mehreren Jahren immer bei einer Kamera. Davor und dahinter. Zum selber Sport machen, ja, bitter, komme ich aktuell eher selten. Als meine Kollegen mich aber fragten, ob ich Lust hätte, die verschiedensten Sportarten zu testen, da sah ich meine Stunde gekommen. Einziger Haken, ich habe keine Ahnung, was für eine Sportart ich jeweils teste. Das entscheiden dummerweise andere. Für mich persönlich aber eine spannende Sache, auch wenn ich, so wie ich meine Kollegen einschätze, quasi das Versprechen eines blauen Auges eingehe. Naja, was soll's. Los geht's! Uah. So, okay, genug geworfen. Was machen wir? Basketball? Ab in die Halle jetzt oder wie? Ich vermisse zwar eigentlich meinen Turnbeutel, normalerweise war der Spannungsbogen ein bisschen größer. Ihr lasst... Doch nicht nach. Da ist der Turnbeutel. Oh, ein bisschen Angst habe ich schon. Schöner Brief. Schauen wir mal. Was steht hier? Ein paar Zeilen weniger. Mhm. Hallo Sportsfreund. Willkommen in Köln. Kölle Alaf. Aber statt Kamelle und Konfetti fliegst du und das Ei. Hä? In Liebe, deine Redaktion. Hinterlässt erstmal ganz viele Fragezeichen bei mir. Schauen wir mal, was wir im Beutel finden. Aha, geil, tatsächlich ein Ei. Überragend. Ist es hart gekocht? Ist es? Geil. Keine Ahnung. Was haben wir dann noch? Ein Mundschutz. Jo. Mhm. Okay. Alles klar. Schon mal gesehen, auch schon mal im Mund gehabt. Könnte ein Indiz dafür sein, dass es ein bisschen härter heute zugeht. Und was haben wir hier noch? Sofort Kältekompresse. Mhm. Wird heute blaue Flecken geben? Ah, nicht so? Hm, man weiß es noch nicht. Okay, kein Plan. Basketball? Nee? Wo geht's denn dann hin? Boah, also die Turnbeutelhinweise waren jetzt schon ziemlich am Müll. Damit konnte ich rein gar nichts anfangen. Dennoch, aufgrund der Schuhe hatte ich ein gutes Gefühl und dachte, wir gehen zum Fußball. American Football ist für mich der ultimative Teamsport, denn der funktioniert wirklich nur, wenn alle 11, die auf dem Feld sind, zusammenspielen. Und zwar gleichzeitig und füreinander. Das hört sich jetzt so pathetisch an, aber wirklich alles geben. Und das ist wirklich ein körperlicher Sport und man schützt den Mann neben sich, wenn man seinen Job tut und sorgt gemeinsam für den Erfolg. Und das macht den Sport auch so besonders. Das diese rohe Gewalt in diesem Rahmen der Regeln. Also es ist ganz klar festgelegt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wenn das überschritten wird, also wenn ein Foul vorliegt, dann wird auch nicht der einzelne Spieler bestraft, sondern das ganze Team. Und so wird es wieder zu einem Teamsport. Die Coaches haben großen Einfluss auf das Spiel. Also inzwischen bin ich ja im Coaching-Level angekommen. Und man versucht eine Tendenz herauszustudieren, was der Gegner macht, um dann seinen Spielzug darauf anzupassen. Ich habe schon so viele Jungs, Mädels Football beigebracht und habe gesehen, wenn die diesen Schalter umlegen können mit diesem Körperkontakt, dann können die Football spielen. Dann ist alles andere eigentlich egal. Also man muss eine gewisse Grundathletik mitbringen.
Mein Name ist Jesse, ich bin 38 Jahre alt und bin bei den Cologne Falcons der Defense Coordinator für das Regionalliga-Herrenteam. Ah, guck mal, der ist doch bestimmt wegen mir hier. Gary, alter Rundballtreter, was geht ab? Oh, moin! Du weißt meinen Namen, ich aber deinen nicht. Ich bin Jesse, hallöchen. Freut mich. Hi. Und wir spielen heute zusammen eine Runde Fußball. Ja, die amerikanische Variante. Was heißt das? American Football. Ich sehe jetzt eigentlich nicht aus wie ein Footballer, den ich so zumindest vor Augen habe. Was sollen wir da machen? Ja, also ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Denn beim American Football ist es tatsächlich so, dass jede Körperfigur seinen Platz hat, ihren Platz hat. Tatsächlich, also wirklich die schweren Jungs, die man so im Kopf hat, die gibt's zwar, ne, und die braucht man auch, die sind ganz wichtig. Und das bin ich nicht? Vielleicht, wenn du noch eine Ausrüstung anbekommst. Aber auch die drahtigen Jungs, so wie du, die schnellen, die braucht man als Wide Receiver oder Defensive Backs. Also sowohl in der Offense als auch in der Defense gibt es für jeden eine Position. Okay, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber lass uns einfach loslegen, oder? Absolut. Komm mit. American Football? Mein Wissen über Football ist ziemlich begrenzt und stammt überwiegend aus Hollywood-Filmen. Die sind natürlich mega, aber gespielt? Nee, noch nie. Ja, ich habe dir ein bisschen was vorbereitet. Oha! Oha! Genau. Also was fürs American Football brauchst, ist erstmal, dass du dir keine Sorgen machst. Tatsächlich. Es ist ein Sport wie jeder andere. Ich weiß, dass du Handball gespielt hast. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Schlag. Ja, und die besten Footballspieler oder die Jungs, die mit Handballerfahrung zu uns kommen, die haben eigentlich keine Probleme mit dem Kontakt. Also beim Football trägt man ein Shoulderpad, ne? Mhm. Schulterpanzer, Brustpanzer. Der passt. Das ist dafür da, dass du dich nachher noch an die Namen der Herren um uns herum erinnerst. Mhm. Gibt es jetzt davon nur eine Größe oder woran hast du gesehen, dass gerade das jetzt mir passen wird? Tatsächlich gibt es für jede Position unterschiedliche Pads sogar. Und das ist ungefähr für die Position gebaut, die du spielen wirst. Welche ist das? Entweder Receiver oder Defensive Back oder vielleicht sogar Quarterback. Okay, das Ganze damit spielen. Quarterback habe ich verstanden, das kenne ich, das ist ja der Spielmacher. Und das andere, was ist das? Receiver ist das englische Wort für der Ballfänger, genau. Und Defensive Back ist jemand in der Defense, im Backfield, also wie ein tiefer Verteidiger gegen die Receiver eben. Okay. Genau, und weil wir ungefähr gleiche Statuen haben, habe ich dir mein Pad mitgebracht und meinen Helm. Und jetzt schauen wir mal, ob das ist dein Helm? Das ist mein alter Helm. Oh, jetzt fühle ich mich ja schon ein bisschen geehrt. Zack. Aber auch der ist schon perfekt angestellt, das gibt's doch nicht. Bist du mein lange verlorener Bruder? Ja, bin ich. Ah, wie schön. Und wisst ihr, was das Coole ist? Also erstmal, das Sprechen fällt jetzt gerade richtig schwer. Okay. Und dann komme ich mir vor wie in einer Kochsendung. Da sagt man ja immer, bekannterweise, ja, wenn Sie das jetzt riechen könnten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das riecht richtig gut. Jetzt in dem Fall würde ich sagen, der Helm riecht nicht so. Na, an was erinnert dich der Geruch? Also wenn der dich mit leuchtenden Augen sowas fragt, ja, klar will man dann höflich sein. Aber um ehrlich zu sein, roch das schon ganz stark nach ollen Leibchen vom Fußballtraining. Da hat doch jeder sofort den Gestank wieder in der Nase, oder? Hier sind jetzt so viele Protektoren dran. Ist das der Sport, wo man am meisten geschützt ist? Allein durch die Klamotte? Also ich glaube, das gehört mit zu den bestgepolsterten Sportarten. Aber ich glaube, Eishockey, Lacrosse, also die typischen amerikanischen Sportarten, da ist man noch ein bisschen mehr gepolstert. Also auf jeden Fall beim Eishockey. Amerikanische Sportarten, American Football, wo kommt eigentlich der Name her? American Football? Also die Amerikaner sagen dazu ja nicht American Football, die sagen nur Football. Und eine Theorie, warum das Football heißt, weil der Ball genau ein Foot lang ist. Also die amerikanischen Maßeinheiten sind ja andere, ne? Ach, Inches, Foot, Yards. Und der Ball ist genau ein Foot lang, also ein Football, ein Ball, der ein Foot lang ist. Football. Geil, gut, okay, Umziehen ist angesagt. Schulter, Rippen, Lenden und Rückenprotektoren. So viel Schutzkleidung, da freut man sich nicht drüber. Da hat man einfach nur Angst, weil einem direkt der Gedanke kommt, die wird es nicht ohne Grund geben. Ah! Da war was eingeklemmt. Das ist da war der war noch Haut. Das Herz. Sehr. Entschuldigung. Das ist das, was heute am wehesten tut. Versprochen. Wirklich schon wieder? Ja, das Haut. Okay, das Haut. Mensch, wieso hast du denn da Haut über? Das gibt's doch gar nicht. Schmerz. Ich hab jetzt ja auch relativ viel an. Ne? Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Wenn ich hier jetzt das alles habe, ja, dann könnte man ja auch
daraus folgern, schlussfolgern, dass das alles ganz schön teuer ist. Ist das so? Ich glaube, du kannst, oder ich weiß, man kann das teuer gestalten, weil all diese Pads und Sachen immer auch in total guter Qualität gibt. Mach mal die Hände nach vorne, dreh dich einmal um. Also mir war es immer wert, mein Körper, dass ich mich damit mit guten, qualitativ hochwertigen und teuren Sachen eingedeckt habe. Also du hast echt gute Sachen an jetzt. Fehlt noch der Helm, ne? Okay. So. Schön, das ist so der Moment, auf den die ganzen Instagrammer warten. Echt? Warum? Ja, wenn die ein Foto machen wollen, so. Einfach nur dafür. Gibt auch immer Kandidaten, die nur dafür kommen. Und lass was krachen. Los geht's. Hopp, 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 hopp! So, okay, bevor das Warm-up jetzt startet. Ja. Ich habe schon so ein Piepen im Ohr. Liegt das jetzt am Helm oder was ist das? Nee, das liegt an den Intervallläufen des FCs, da hörst du es. Ah. Ich glaube, die FC-Jugend macht gerade den Fitnesstest. Okay. Genau. Dein Fitnesstest steht jetzt bevor, das Warm-up. Dann schauen wir mal, wie du dich da schlägst. Auf geht's. Auf geht's. Okay, Helm zu und dann legen wir los. Hey, ihr habt echt gut lachen. Da hinten hier. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber hier stehen einfach mal 5 Leute hinter der Kamera und lachen sich schlapp, wenn ich hier versuche zu sprechen. Aber das ist total schwer, dadurch, dass der Kiefer so gebunden ist. Man muss sich mega konzentrieren, irgendwie einen geraden Satz rauszukriegen. Und das Atmen ist auch leider höllisch schwer. Guck mal, der Drill geht immer 10 Yards, ne? Ja. Und dann 10 Yards ausjoggen. Ich sag ready, go, dann klatschst du und legst los. Der erste Drill ist Forward Lunges, das sind viele amerikanische Begriffe immer beim Football. Ausfallschritt ist das, ja? Also ein Ausfallschritt nach vorne, mach mal mit. Das linke Knie berührt den Boden in dem Fall nicht und du rotierst einmal über die vordere Schulter und dann machst du den nächsten Schritt. Okay, zurück zur Linie. Ready, go! Das Klatschen hast du vergessen, egal. Warum ist das wichtig? Sehr schön. Du musst dir vorstellen, normalerweise sind beim Football 50 Männer oder 50 Frauen. Wir haben auch eine Frauen-Football-Mannschaft. Und das hört sich einfach geil an, wenn die erste Reihe, das sind dann, keine Ahnung, 25 Leute, ready, go! Und dann klatschen 25 Leute oder im besten Fall alle 50 und die erste Reihe legt los. Und dann kommt die zweite Reihe auf, ready, go! Und legt los. Und jetzt darfst du 10 Yards ausjoggen und dich auf der anderen Seite hinstellen. Normalerweise würdest du jetzt den nachfolgenden Spieler, guck mal, da hinten ist schon der Freddy, der hat schon richtig Hunger auf dich. Freddy! Was geht ab? Der sieht von hier aus, sieht der sehr klein aus, aber wenn wir näher dran sind, der ist echt groß. Okay, dreh dich mal um. Jetzt das Ganze rückwärts zurück. Sorry. So. Jetzt einen Schritt nach hinten und die Dehnung machst du jetzt so über den Rücken. Ready, go! Sehr schön. So. Genau, und den nächsten Schritt. Der Freddy, der hat bei uns Football gespielt und hat es dann den Weg in die Profiliga hier in Europa geschafft, in die European League of Football. Und da er so freundlich war und heute Zeit hatte. Ihr spielt erst am Wochenende wieder, ne? Ja. Genau. Gegen Barcelona, das hört sich doch sportlich an. Um das mal kurz zu erklären. In der European League of Football spielen aktuell 12 Teams aus 5 verschiedenen Ländern. Das ist quasi das europäische Pendant zur NFL. Hier haben die Spieler die Chance, sich auf internationaler Bühne zu beweisen, um von Scouts aus den USA entdeckt zu werden. Das Moin. Hi, ready. Ja, ein bisschen paar Kilo mehr als ich. Ja, gute 120 Kilo. Und Football? Ist dein Ding, oder was? Auf jeden Fall. Meine Liebe. Ohne Football geht gar nichts. Wie bist du dazu gekommen? Über einen guten Kumpel. Ich habe früher Fußball gespielt, bis ich so 14, 15 war. Und dann 2016 habe ich dann bei den Bonn Gamecocks angefangen und dann mich zu und zu hoch gearbeitet, bis ich dann hier gelandet bin und jetzt anschließend bei den Cologne Centurions. Und wenn du mich so siehst, ich bin schon Quarterback, oder? Ja. Das ist lustig, ja. Weil er verdient sein Geld damit, Quarterbacks zu jagen. Ja. Also ist perfekt. Das heißt, ich muss dich volle Kanne umhauen. Feierabend! Das ist quasi meine Aufgabe, mein Job, dich eigentlich volle Kanne umzunieden. Ja, aber musst du ja heute nicht machen. Ist ja okay. Kein Problem. Wie du möchtest, ne? Okay. Also ich habe alles dabei. Ja, wir können ja mal gucken, was so geht, ne? Ja, klar. Ich glaube, wir machen dich noch ein bisschen warm und dann darf der Freddy. Auf geht's. Okay, sehr schön.
Und dann machen wir jetzt ein paar Receiver-Drills, oder? Ja, ich stelle noch eine Frage vorneweg. Mach das doch. Warum ist es so wichtig, dass man so tief geht? Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, ja. Und ich wollte auch mir die Luft verschaffen nochmal. Erklärt sich daraus, also du hast halt die Receiver, die natürlich vorwärts laufen, ne? Und die genau wissen, wohin sie laufen. Und als Verteidiger willst du den vor dir halten und auf den reagieren. Und damit du ansatzweise so schnell wie jemand vorwärts laufen kann, rückwärts laufen kannst und auf Richtungswechsel reagieren kannst, musst du tief bleiben. Du bleibst hier tief und dann kannst du schnell reagieren. Wenn ich aufgerichtet laufe und dann muss ich nach da reagieren, wird mich mein Eigengewicht und das Gewicht von Pad und Helm nach hinten ziehen. Aber wenn ich hier unten bin, kann ich schnell reagieren überall hin. Weißt du, was ich meine? Ja, verstanden. Und der Freddy wird dir das nachher zeigen, wenn du tackelst. Das ist reine Physik. Wenn ich hier gegen dich springe, haben wir beide denselben Impact. Ja? Ja. Aber wenn ich dich hier treffe, Beine festhalte, dann ist das zack, dann fällt man um, ne? Wenn man hier unten getroffen wird. Hier oben bei gleichem Gewicht passiert nichts. Aber wenn ich dich da treffe, ohne Füße kannst du nicht laufen. Und deswegen musst du beim Football ganz tief bleiben. Der Tiefere gewinnt beim Football. Der Tiefere gewinnt. Ah ja. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Das sieht alles so easy aus. Aber ohne Witz, das ist unglaublich anstrengend. Als allererstes machen wir das, was am naheliegendsten ist, nämlich die Wide Receiver Position. Ja, deine Nummer gibt es jetzt nicht her. Beim Football gibt es ganz feste Nummern für die verschiedenen Positionen und mit der Nummer dürftest du normalerweise keinen Ball fangen. Aha. Aber mit diesem Körperbau darfst du auf jeden Fall Bälle fangen. Und damit fangen wir an. Guck mal, wenn der Ball auf dieser Höhe kommt, dann machst du, hörst du Hip-Hop? Jay-Z, das Zeichen, sagt dir was? Super, genau. Aber mach die anderen Finger auseinander. Genau, und der Ball, die Spitze, sollte im besten Fall da reinfliegen und dann greifen die anderen Hände direkt da drum, ja? Okay. Genau, versuch nicht danach zu greifen, sondern lass die Finger sofort zusammen. Du siehst, der Ball kommt und die Finger gehen zusammen, ja? Okay, Achtung. Das hat fast geklappt. Genau. Sehr schön. Und wenn du ihn gefangen hast, werf mal zu mir. Das Werfen machen wir nachher auch, genau. Dann steck ihn so weg, ja? Weil danach werden, wenn du den Ball gefangen hast, 11 böse Jungs versuchen, dich zu jagen und dir den Ball aus der Hand zu nehmen, ja? Und der Ball kann über dich drüber fliegen, dann machst du den sogenannten Brotkorb oder Basket, ne? Dann machst du so und der sollte hier reinfliegen. Guck mal, ich werf den über dich drüber, guck mal in die Richtung. Bleib stehen. Ja, du musst schon den Ball suchen, mein Freund. Ach so. Aber okay, bleib stehen. Ich darf zum Ball gucken dann, oder was? Ja, du darfst zu mir gucken, guck zu mir. Mach die Arme ein bisschen weiter nach vorne, genau. Und jetzt unter dem Ball. Ja, fast. Hast du kurz geworfen? Ja, das stimmt, war mein Fehler, absolut. Super, genau. Und dann stecke ich den auch wieder weg? Und auch dann steckst du ihn wieder weg, genau. Weil, wenn du den weggesteckt hast, dann kannst du auch wieder diese Laufbewegung machen, ne? Ja, wenn du den irgendwie so hast, dann kannst du ja nicht beschleunigen. Und glaub mir, sobald du einen Ball in der Hand hast, kommen die Jungs und wollen dich tackeln. Okay? Ja. Ey, ich habe Handball gespielt. Fangen ist also nicht mein Problem. Und trotzdem ist das nicht ohne. Also in Ordnung, du schwankst so ein bisschen. Hey, ich bin schon ganz schön alle. Okay, gut. So, als erstes, du machst den linken Fuß nach vorne. Ich stehe links von dir, mach einfach für jetzt den linken Fuß nach vorne. Und was du machst, wir fangen mit der leichtesten Route an, die nennen wir Fly, ja? Hat die Zahl 9. Ja, merkt ihr das einfach, eine 9 oder Fly. Einfach Vollgas geradeaus. Im besten Fall fliegt der Ball über dich drüber. Du machst hier vorne den Basket und holst den so runter. Ja? Mach den Helm zu. Buckle up. Ich mache ein dosiertes Vollgas. Wir machen dosiertes Vollgas, okay. Ja, mach du dein, ich schaue mir deinen Speed an und passe den Ball an. Normalerweise wäre das ein Vollsprint. Also Football, die Leute beschweren sich ja immer, oh, Football ist so viel rumstehen, ne? Die machen ja nie was, das ist immer Pause. Du musst dir vorstellen, so ein Spielzug in der Regel dauert ja 5 bis 7 Sekunden, bei denen es richtig auf die Mappe gibt. Ne? Also bei jedem Spielzug kriegt jemand auf die Fresse. Aber 5 bis 7 Sekunden Vollgas sprinten in dieser Ausrüstung, auf die Fresse kriegen, zurück ins Huddle. Und dann hast du 25 Sekunden Zeit, um dich kurz auszuruhen, den nächsten Spielzug zu besprechen, wieder hinzustellen und das nächste Spielzug zu starten. Gary, stell dich hin! Kurzes Warm-up, ein paar Bälle gefangen. Jetzt geht's eigentlich gefühlt erst so richtig los und ich bin tatsächlich schon echt alle mit der Ausrüstung, alles am Limit. Okay, Vollgas. Nee, wir sagen Garigas geradeaus. Und jetzt kommt das Geheimnis, die Offense muss für eine Sekunde ruhig stehen, du startest auf mein Signal. Ich sag ready, go und dann läufst du los, ja? Mit Klatschen? Ohne Klatschen für dich. Ready, go!
Yes! Nice, Gary! Und zurück, komm, 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 komm! Boah, jetzt wieder hoch, Mutti. Der Angeber, alter Schild. Also ohne Gegenspieler kannst du und ohne Sprinten kannst du das richtig gut. Okay. Also, ich dachte, wir klatschen immer ab oder ja, so. Ich dachte, das ist so ein Teamwork. Absolut. Normalerweise, das ist dieses mit dem Hochspringen und gegeneinander springen. Okay, machen wir beim nächsten. Machen wir beim nächsten. Okay, das Geheimzeichen für die Route machen wir jetzt so, ja? Das bleibt unser geheimes Zeichen. Wie fliegen, ne? Wie so ein Vogel, der fliegt. Fly oder 9, ne? Oder das Zeichen, dann gibst du Vollgas geradeaus. Okay, das nächste Zeichen machen wir Hitch, ja? Das ist das Geheimzeichen. Du läufst 5 Schritte, das sollte ungefähr über diese Linie ein bisschen drüber sein, stoppst hart, drehst dich um und kommst auf mich zurück. Ich mach's dir einmal vor, linker Fuß ist vorne, 1, 2, 3, 4, 5. Mit dem 5. Schritt stoppst du, drehst dich um und kommst auf mich zurück und fängst den Ball. Und dann in die Richtung. Genau. Ready. Go. Uff. Okay, nochmal. Ich hatte gesagt, Ball fangen. Den Schritt müssen wir noch machen. Wie heißt diese Route? Route Nummer 2. Hitch. Hitch. Genau. Und das war Fly. Das war Fly, sehr schön. Und dann machen wir. Warte ganz kurz. Wer bestimmt das? Macht das immer der Quarterback dann? Ja, genau. Wenn der ein Mismatch sieht, wenn er irgendwas sieht, was man ausnutzen könnte, was so im Spielzug nicht vorgesehen ist, dann hat er ein Automatic oder die Möglichkeit zu audiblen. Das sind alles englische Begriffe. Ja, ich spreche Deutsch. Genau, ich überlege gerade. Der hat die Möglichkeit, automatisch auf einen Spielzug zuzugreifen oder eine Anpassung zu treffen. Und sind das aber, also das Zeichen, ist das bei jedem Team dann Nein. anders? Das gibt alle möglichen Teams. Okay. Kann auch eine Zahlenkombination einfach sein. Okay, alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt darfst du dir ein Symbol aussuchen, irgendeine Handbewegung. Sag mal irgendwas. Was sollen wir machen? Okay, wenn ich mir ans Ohr greife, unauffällig irgendwie, ja, wenn ich mir ans Ohr greife, dann läufst du ein Slant. Und Slant ist 3 Schritte, 1, 2, 3. Und dann 45 Grad nach innen und den Ball fangen, ja? Genau. Okay. Okay, 3 gerade Schritte und dann harter Cut nach innen. Gary, okay. Gary. Ready, set, hut. Nee, das war kein harter Cut. Du willst wirklich einen starken Richtungswechsel, damit der Verteidiger abgehängt wird. Gut. Ja, also wirklich 1, 2, pack und dann nach innen. Mann, meckert der viel. Ready, set, hut. Nice Job, Gary. Jetzt können wir gegeneinander springen, oder? Ja, ja. Okay. Ich sag ja. Sehr schön. Oh. Sehr, sehr schön. Freddy. Die tun sich also auch gerne selber weh, wo es der Teamkollege ist. Ich hätte auch ein bisschen sanfter machen können. Ich hatte gerade beim Fangen das Gefühl, ich habe zu spät geguckt. Wann ist denn der perfekte Moment, dass ich mich dir zuwende, um überhaupt zu wissen, dass der Ball kommt? Naja, je länger du nicht guckst, desto länger weiß der Verteidiger nicht, dass der Ball kommt. Ne? Das heißt, wenn du in der allerletzten Sekunde guckst und dann den Ball fängst, du weißt ja, wo du hinläufst. Ne? Du musst nicht zurückgucken. Du weißt, wo der Quarterback steht und du weißt, wo du hinläufst. Aber dann bin ich auch darauf angewiesen, dass der Wurf echt relativ genau kommt, weil ich sonst nicht richtig reagieren kann. Perfekter Quarterback setzt den Wurf bei dem Hitch zum Beispiel, wo du dich umdrehst, in dem Moment, wo du den letzten Fuß setzt. Bevor du dich umgedreht hast, feuert der den Ball ab, dass der auf dem Weg ist. Und wenn du dich umdrehst, ist der in dem Moment schon da. Krass. Genau. Also beim Football ist es so, man muss sich zig verschiedene Spielzüge merken. Bis zu 100. Wow. Und diese muss man dann binnen Bruchteilen von Sekunden parat haben. Hatte ich natürlich. Also meine 3. Freddy konnte kommen. Er hat gesagt, es wird gleich ganz doll wehtun. Du hast gesagt, es wird doll wehtun? Ich habe gesagt, es wird ein bisschen wehtun. Er hat gesagt, es wird ein bisschen. Du verdrehst dem Freddy echt die Worte im Mund. Das ist nicht ja, das ist aber wirksam. Er hat die ganze Zeit so ein heftiges Grinsen im Gesicht. Das ist einfach, weil er eine rheinische Frohnatur ist. So bin ich halt. Gary! Ich habe einfach nur Angst. Erinnerst du dich? Ja. Okay. Ready, set, hop! Gary, du musst den Ball fangen!
Gary, du darfst doch nicht stoppen, nur weil da jemand steht. Du musst den Ball fangen. Alles gut bei dir? Der hat mir wehgetan. War ein guter Waldlumpi. Ich habe den Ball fast gehabt. Ja, stimmt, das stimmt. Und dann habe ich gesehen, dass da so ein Koloss auf mich zukommt. Okay. Freddy, Gary, nochmal, wirklich die Route durchziehen. Ne? Also durchlaufen. Ich setze den Ball schon so, dass nichts passiert. Ja, ich habe eher das Problem gehabt, dass ich dachte, ich laufe jetzt direkt auf ihn zu. Ja, aber dann lauf hinter ihm. Lauf hinter ihm. Ich setze dir den Ball so, dass er keine Chance hat. Okay. Okay. Warte, kurz. Mensch, 5 Schritte geradeaus, stoppen, auf mich zukommen. Ich spüre es, da ist jetzt der Touchdown. Ey, wenn du den Ball fängst, ne? Gary, schnell an ihm vorbei und da hinten in die Endzone. Wenn du es in die Endzone schaffst, hast du gewonnen und der muss sich richtig schlecht fühlen, ja? Ja, dann wirf auch ordentlich. Danke. Okay. Kein Vorbeikommen. Echt nicht. Der nimmt mich so dermaßen ins Visier, der lässt mir keine Chance. Aber irgendwie wollte ich ihn dann doch knacken. Gary, man merkt, dass du so ein bisschen Angst hast. Du brauchst keine Angst haben, wirklich. Du merkst, guck mal, der ist 2-mal auf dich draufgefallen und dir ist nichts passiert. Du bist immer noch heile. Ja, trotzdem tut's ja weh. Echt tut's weh? Nein, aber ich merke, dass er nur darauf aus, mir weh zu tun. Nein, das Ziel ist es, dich, also das ist ja das Ziel vom Football, ne? Wir wollen Raumgewinn machen und der will den Raumgewinn so niedrig, so gering wie möglich halten. Also der will dir nicht wehtun, sondern der will dich stoppen. Und du lässt dich jetzt nicht stoppen, ja? Let's go. Für mich war damit klar, letzte Chance. Nochmal vollen Fokus setzen. Antäuschen, vorbeilaufen, Ball ins Visier nehmen und nur noch das Ding fangen. Für den Touchdown. Schöner Ball. Ja, keine Ahnung. Ich hänge halt an meinem Leben. Was machen wir als Erfolgserlebnis für ihn? Er hat Angst. Ready, set, hut! Yes! Let's go! Let's go! Ja, Mann, Junge! Mega gut! Mega gut, komm, Lumpi, du da auch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlecht war die Täuschung? Nee, das war schon gut. Also der Lumpi hat sofort gebissen. Der hat gedacht, der nagelt sich jetzt auf dem Hitch weg. Wirklich? War das ein bisschen glaubwürdig? Jetzt sag mal ehrlich, war das also ein bisschen glaubwürdig? Okay, ja, ja. Also, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwie so ein Späßchen vorhattest, aber ich bin halt auch kein Defensive Back. Sieht man an meiner Statur, würde ich sagen. Das war okay? Nur okay? Naja. Damit kann ich leben. In Anbetracht der Tatsache, wie unglaublich schwer wirklich dieser Sport ist. Man kann schon sagen, dass man, ich glaube, aber für alle Kontaktsportarten, ne, Handball, Rugby, ja, dass man ein bestimmter Schlagmensch sein muss. Also man muss schon so ein... Aber, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber dieser Moment, du stehst dem gegenüber, jetzt kann ich es ja mit Handball perfekt vergleichen, ne, das hast du nicht. Im Angriffsspiel beim Handball oder in der Abwehr, da ist ja so viel Bewegung drin, da guckst du dem gegenüber jetzt keine Minute ins Gesicht und machst den dann quasi hier schon durch, also kaputt. Ja. Und das ist halt irgendwie, das ist so Psychoterror. Also blöd, das klingt, wirklich in die Augen zu gucken. Oh. Und wir wollten dich gerne einladen, noch eine Runde Flag Football mit uns zu spielen. Das ist die kontaktlose Variante von diesem Football. Oh, geil. Aber wenn ich das sehe, dann klingt das eigentlich auch perfekt. Aber es hat genau dieselben taktischen Finessen. Das heißt, du kannst all das, was du heute gelernt hast, direkt anwenden. Die Routenkombinationen und so, die Geheimzeichen und so. Und brauchst dabei keine Sorgen haben, dir noch mehr Schramm zuzulegen. Und dann kann ich auch mitspielen, weil Flag Football darf ich auch noch spielen. Geil! Was für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt war, war das hier.
Was verdient so ein Profi in Deutschland? In einem Land, in dem es ja eigentlich nur Fußball gibt. Die Millionengehälter der NFL werden das ja vermutlich nicht sein, oder? Sag mal, wie ist das beim Football eigentlich? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Kann man damit auch sein Geld in Deutschland verdienen? Also, ich sag mal so, es kommt darauf an, wer. Also, wir haben ja Amis, du? Wir haben Europäisch. Ich als deutscher Spieler, der gerade erst hochgekommen ist, gesigned worden ist, ich kann leider davon nicht leben. Das ist eher für mich wie ein Minijob auf Richtung 450-Euro Basis im Moment. Aber die ELF möchte ja nach und nach auf NFL-Niveau sich rantasten. Die European League? Genau, die wollen mehr Teams. Im Moment sind wir bei 12 Teams dieses Jahr. Jetzt sind noch weitere dazugekommen, sodass wir nächstes Jahr auf 16 sind. Ist das quasi schon aus deutscher Sicht das Nonplusultra im Moment, was ja. man erreichen kann? Also da sind jetzt schon die Besten aus Deutschland, Europa, Amerika natürlich. Da holen wir uns ganz viele her. Aber da sind wirklich die Besten aus Deutschland drin. Und da musst du dich wirklich beweisen, um dann wirklich auch ordentlich verdienen zu können oder dich herantasten zu können Richtung NFL. Glaube ich. So, ab zum Flag Football. Ab rüber, let's go. Also beim Football, wir haben ja schon diese 10 Yards kennengelernt, hast du 4 Versuche, um 10 Yards zu überbrücken. Ne? Dafür kannst du das Laufspiel benutzen, was du ja auch vorhin schon gemacht hast, oder das Passspiel. Und wenn du jetzt, sagen wir, beim ersten Lauf 2 Yards nach vorne kommst, bist du zu Boden gebracht wird. Es geht immer bis dahin, wo der Ballträger entweder aus dem Feld rausgedrängt wird oder zu Boden geht. 2 Yards, dann ist beim zweiten Versuch, ne, dann hat man ja noch 3 Versuche, beim zweiten Versuch hat man noch 8 Meter zu gehen. Dann wirft man den Ball und vielleicht wird der Ball nicht gefangen. Dann hat man beim dritten immer noch 8 Meter. Und dann beim dritten macht man vielleicht die Hitch-Route, genau. ne, für 5, die wir vorhin gemacht haben. Du fängst genau. den Ball und schaffst es, 8 Meter nach vorn zu kommen, bevor du zu Boden gehst. Und dann hast du die 10 Meter überbrückt und kriegst 4 neue Versuche. Und das geht und, immer so weiter. Genau, und so arbeitet man sich über die kompletten 100 Yards und im besten Fall in die Endzone. Das ist der Touchdown, das bringt dann 6 Punkte. Dann kickt man noch zwischen den Stangen durch, das ist der Extrapunkt. Genau. Oder geht für 2. Also es ist sehr, sehr komplex. Es gibt viele Arten, Punkte zu erzielen. Man muss mitdenken. Auch wenn Football ziemlich brachial aussieht, was es definitiv auch ist, gehört auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Köpfchen dazu. Nur mit der richtigen Taktik gewinnst du auch ein Spiel. Ja. Aus! Kam das eigentlich gerade richtig rüber? Bislang lag es ja nie an meinen Fangkünsten. Die Bälle waren einfach schlecht geworfen. Aber jetzt blieb nur noch Zeit für einen Versuch und scheitern war keine Option. Jetzt sind wir! Gary, gib Gas! Gib Gas! Let's go! Und alle hin! Gary, komm mal mit. Ich zieh dich mal raus. Hast du Spaß gehabt? Ja. Das ist auch cool, ne? Habe ich was falsch gemacht? Nein, du hast es richtig gut gemacht. Weißt du, der Trainer einen rauszieht, dann denkt man immer, man hat was falsch gemacht. Nein, du hast alles richtig gemacht. Ich wollte fragen, ob du Spaß hast, auch beim Flag Football. Ja. Ja? Definitiv. Ist auch schnell, ne? Ist auch schnell. Da kommt die taktische Komponente noch mal mehr zum Vorschein. Ja. Und ja, man hat ein bisschen weniger Angst, dass man direkt irgendwie auf dem Boden liegt. Man ist ein bisschen mutiger, ne? Man spuckt schon mal schneller große Töne. Ja, man versucht zumindest. Ja. Aber du hast einen Touchdown gemacht und weil du diese Innenroute gelaufen bist, ne? Gerade eben bist du ja, die Route heißt innen. Du bist 90 Grad nach innen gelaufen. Richtig. Hast du deinen Verteidiger mitgezogen und der andere wurde frei hinter dir. Und deswegen konnte er da, und das ist dieses Zusammenspiel von Routen. Cool. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir für alles. Gerne. Danke, dass wir mal in diese aufregende Welt eintauchen durften. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Zuschauer da sind, dass es dann auch nochmal richtig emotional zugeht. Absolut. Und ich für meinen Teil werde mir auf jeden Fall nochmal ein Spiel angucken.
Sehr schön. Du bist herzlich eingeladen. Sag Bescheid, wenn du kommen willst. Machen wir so. Mit welcher Erkenntnis bin ich da rausgegangen? Football ist ein Sport, der von Fehlern lebt, sie aber nie verzeiht. Ein halber Schritt zu kurz oder zu weit, eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und es knallt. Es geht oft um Millimeter und damit wirklich um Kleinigkeiten, wie im echten Leben. Nur hier auf dem grünen Rasen.